Der frühere DDR-Regierungschef und linken Politiker Hans Modrow ist tot. Dies bestätigte ein Sprecher der Linkspartei. Modrow war am 27. Januar 95 Jahre alt geworden. Von November 1989 bis April 1990 war Modrow der letzte Vorsitzende des Ministerrats der DDR. Danach übergab Modrow die Regierungsgeschäfte an den Vorsitzenden der DDR-CDU, Lothar de Maizière. Der Politik blieb Modrow dennoch treu. Er war noch einige Zeit Volkskammerabgeordneter, wurde Ehrenvorsitzender der PDS, saß mehrere Jahre lang im Bundestag und vertrat seine Partei bis 2004 fünf Jahre lang im Europaparlament. Noch bis zum vergangenen Jahr war er als Vorsitzender des Ältestenrats der Linken in der Parteipolitik aktiv.